ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Miklotz, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind für den Herrn Bundesminister Rudolf Anschober. Schönen guten Morgen. Und ich freue mich, gemeinsam mit der Vorsitzenden des Monitoring-Ausschusses Österreich, Frau Christine Steger, vier Themen, die Ihnen der Herr Minister heute hier mit auf den Weg gegeben hat, auszuleuchten, miteinander zu diskutieren. Wir wollen zum einen beginnen mit der Situation der Pandemie, die Auswirkungen der Pandemie auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen hier ganz konkret in Österreich. Andererseits wollen wir ein neues Service vorstellen, das Betriebsservice, und diskutieren. Zum Dritten werden wir dann natürlich auch über die Fördersituation hier in Österreich sprechen. Und abschließend, ja, ganz wichtig, es steht an, der neue nationale Aktionsplan, wo wir da stehen und wie wir hier weitergehen werden. Ja, Herr Miklotz, herzlichen Dank. Sie sind bekannt für Spontanität. Herzlichen Dank, dass Sie auch heute hierher zu uns gefunden haben in Vertretung des Herrn Bundesministers. Ja, er lässt sich, glaube ich, auch herzlich entschuldigen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass das einen freut, das anderen leid, dass ich in Vertretung des Herrn Bundesministers heute hier sein darf. Ich durfte die letzten Jahre auch schon bei der Konferenz sein. Und bitte erlauben Sie mir auch ganz kurz einleitend wirklich die besten Grüße und ein großes Dankeschön des Herrn Bundesministers Ihnen allen stellvertretend für Ihr Engagement und Ihre ehrgeizige Verfolgung einer inklusiven Gesellschaft auszurichten. Das Thema ist dem Herrn Bundesminister ein ausgesprochen wichtiges, wie auch der gesamten Bundesregierung. Man sieht, die Bundesregierung hat in ihrem Regierungsprogramm das Thema Behinderung als Querschnittsmaterie breit abgebildet, hat eine Vielzahl an Maßnahmen in diesem Bereich vorgesehen. Und auch der Bundesminister am Ende des letzten Jahres bei einer Pressekonferenz zum Thema Inklusion in Krisenzeiten die Schwerpunkte der Regierungsarbeit, insbesondere in den nächsten Jahren, auch vorgegeben. Das gilt einerseits natürlich im heurigen Jahr die Folgen der Covid-19-Pandemie, insbesondere in Verbindung mit der beruflichen Situation von Menschen mit Behinderungen. Vielleicht wollen wir gleich da beginnen bei diesem Themenblock. Wie offenbart sich denn die Situation jetzt ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie? Ich kann mir vorstellen, Sie kennen die Zahlen. Wie schaut es aus mit der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen jetzt bedingt durch die Corona-Krise? Also wir haben natürlich laufend seit Beginn der Corona-Pandemie die Zahlen beobachtet, natürlich auch zu Beginn der Pandemie einen starken Einbruch bei der Beschäftigungssituation gesehen. Wir sehen auch jetzt, ein Jahr später, die aktuellsten Zahlen vom Jänner dieses Jahres, dass wir in der allgemeinen Arbeitsmarktsituation rund 370.000 Personen, die beim AMS gemeldet sind, haben. Das entspricht rund 36% mehr als im Vorjahr. Da reden wir von Personen ohne gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen. Bei Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen haben wir rund 98.000 Personen gemeldet. Das entspricht einem Plus von rund 18%. Und bei Menschen mit Behinderungen haben wir rund 16.000 Personen gemeldet. Das sind rund 15% mehr als im letzten Jahr arbeitslos gemeldet waren. Das heißt, die Pandemie wirkt sich natürlich sehr stark auf die Beschäftigungssituation aus. Und es war sehr wichtig, dass wir, das konnten wir auch im Nachhinein sehen, im Auftrag des Bundesministers letztes Jahr sehr rasch reagiert haben und bereits im Frühjahr ein Paket geschnürt haben, bei dem wir die Lohnkostenzuschüsse massiv um 50% erhöht haben. Wir haben die Entgeltzuschüsse für die Dienstgeber, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen, um 50% angehoben. Und was ganz wichtig war, wir haben für Personen, die in Kurzarbeit sind, für Menschen mit Behinderungen, die verbleibenden Lohnkosten übernommen, um damit zu verhindern, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, weil die Rückkehr für Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt natürlich noch einmal schwerer ist, wenn man einmal weg ist, als für Menschen ohne Behinderungen. Das hat aus Ihrer Sicht gewirkt? Das hat sehr gut gewirkt. Wir sehen, wir hatten jetzt bislang schon über 2000 positive Fälle. Das heißt, wir konnten eigentlich durch diese Maßnahmen 2000 Arbeitsplätze von Menschen mit Behinderungen sichern, ein Jahr später. Wenn wir nach vorne schauen, wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung? Welche Risiken ergeben sich aus der Pandemie im Hinblick auf die Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderungen? Welche Chancen können sich daraus ergeben? Ich glaube,
Generell stellt die Pandemie den Arbeitsmarkt vor große Herausforderungen für alle Menschen in Österreich. Als Risiko vermutlich, die Arbeitssituation hat sich umgestellt. Es wurde sehr viel auf Distanz umgestellt, auf digitale Unterstützungsstrukturen, wo natürlich ein gewisses Risiko besteht, dass der direkte Kontakt verloren geht. Und besonders für Menschen mit Behinderungen ist die Sichtbarkeit in der Gesellschaft am Arbeitsplatz ein sehr wichtiger. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch durch diese Flexibilität und durch diese neuen technologischen Mittel, die eingesetzt werden, die Möglichkeit, die Arbeit zu den Menschen zu bringen. Die Arbeit wird barrierefreier möglich und bietet dadurch natürlich großes Potenzial und große Chancen für Menschen mit Behinderungen. An dieser Stelle möchte ich die Vorsitzende des Monitoring-Ausschusses recht herzlich begrüßen, Frau Magister Christine Steger. Frau Steger, der Monitoring-Ausschuss hat ja am 3. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, einen sogenannten Schattenbericht zur generellen Situation von Menschen mit Behinderungen in Österreich veröffentlicht. Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse im Hinblick auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen und welche Forderungen leiten Sie ab an die Politik? Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ganz grundsätzlich ist es so, wir haben einen Schattenbericht veröffentlicht anlässlich der anstehenden zweiten Staatenprüfung. Wie Sie ja wissen, hätte ja schon vorletztes Jahr die zweite Staatenprüfung Österreichs in Bezug auf die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen stattfinden sollen. Aus verschiedenen Gründen wurde das verschoben. Jetzt wird es wahrscheinlich pandemiebedingt weiter verschoben werden. Wir haben einfach auch den Anlass genommen, nochmal zu schauen, wo steht Österreich jetzt auch im Hinblick auf die Handlungsempfehlungen, die der UN-Fachausschuss 2013 nach der ersten Staatenprüfung auch veröffentlicht hat. Und wir sind auch zum Schluss gekommen, gemeinsam mit den Bundesländer-Monitoring-Organen. Wir haben diesen Schattenbericht gemeinsam mit den Monitoringstellen der Bundesländer gemacht, dass die Problemlagen, die es bei der ersten Staatenprüfung gab, also die großen Themen, die da werden, unabhängige Lebensführung, Arbeit, Beschäftigung, Bildung und den Abbau von Institutionen, dass diese Themen nach wie vor eigentlich die großen Dauerbrenner-Themen in Österreich sind. Im Hinblick auf Beschäftigung und Arbeit muss man natürlich sagen, dass das Thema der Werkstätten auch noch immer ein virulentes ist in Österreich. Das heißt, wir haben rund 27.000 Menschen in Österreich, die als arbeitsunfähig gelten und deshalb in Werkstätten, in der Tagesstruktur beschäftigt sind. Das ist einfach das größte Thema aus meiner Sicht, das auch angegangen werden muss, hängt auch stark mit dem anderen Thema der Abbau von Institutionen zusammen. Und im Hinblick auf die Pandemie vielleicht noch einen Satz. Es ist ja auch klar geworden, dass es eine Gender-Perspektive gibt in diesem ganzen Thema. Also es haben vor allem Frauen ihren Job verloren und bei Menschen mit Behinderungen ist das auch nicht anders. Also ich denke mir auch, dass wir hier insbesondere auf den Gender-Aspekt auch nochmal achten müssen, weil Frauen auch grundsätzlich weniger oft in Beschäftigungsverhältnissen sich befinden, also Frauen mit Behinderungen in Beschäftigungsverhältnissen befinden, hat natürlich auch etwas mit den zugeschriebenen Grad der Behinderung zu tun, hat auch mit dem Feststellungsbescheid zu tun, aber das wäre jetzt ein bisschen zu sehr im Detail. Uns ist einfach auch wichtig vom Monitoring-Ausschuss, dass wir das gesamte Feld uns ansehen und das gesamte Feld der Beschäftigung betrifft eben auch Menschen mit Lernschwierigkeiten, die jetzt eben nicht in Beschäftigungsverhältnissen stehen, sondern in Werkstätten tätig sind. Ja, dann möchte ich gleich das Werkstättenthema aufgreifen. Steht ja auch im Regierungsprogramm, dass es hier zu Verbesserungen kommen soll. Stichwort Sozialversicherung und Gehalt statt Taschengeld. Gibt es da schon erste Schritte? Gibt es da schon Bemühungen? Wo stehen hier die Aktivitäten? Ja, also das war eines der Themen bereits im Februar letzten Jahres, wo der Herr Bundesminister den Auftrag gegeben hat, hier sehr rasch ins Tun zu kommen. Wir haben dann, das war noch Anfang März, einen großen runden Tisch veranstaltet, gemeinsam mit der Volksanwaltschaft, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Menschen mit Behinderungen, der Länder,
wir auch sonstiger Stakeholder, Sozialpartner, um dieses Thema breit zu diskutieren. Die Volksanwaltschaft hat hier einen Bericht veröffentlicht, wie man die Situation von Menschen mit Behinderung in den Werkstätten verbessern kann. Da fand im März die erste Sitzung statt. Die Lebenshilfe hat eine Studie dazu in Auftrag gegeben. Also man ist dann übereinkommen, dass man die Ergebnisse der Studie abwartet. Die lag dann im August vor. Man hat dann in weiterer Folge gleich im September neuerlich in dieser Runde zusammengetroffen, um die Ergebnisse zu diskutieren und nun basierend auf diesen Ergebnissen auch ein Konzept zu erarbeiten, wie man Menschen mit Behinderungen, die in diesen Werkstätten tätig sind, Lohn statt Taschengeld ermöglichen kann. Damit verbunden auch eine eigenständige sozialversicherungsrechtliche Absicherung. Aber auch besonders wichtig und im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention geht es nicht darum, Strukturen zu verfestigen, sondern das Ziel muss natürlich sein, Menschen aus den sogenannten Werkstätten in den offenen Arbeitsmarkt integrieren zu können. Das heißt, hier braucht es abgestimmte Maßnahmen. Das ist auch ein zentraler Punkt im neuen nationalen Aktionsplan für Menschen mit Behinderung. Da wird dieses Thema auch breit behandelt, weil es natürlich sehr komplex ist mit unterschiedlichen Zuständigkeiten, Länder, Sozialversicherung, Bund. Aber da ist sehr großes Bemühen und sehr großes Interesse des Herrn Bundesministers, hier eine Lösung herbeizuführen. Ja, das Stichwort, das die Frau Steger auch geliefert hat, war auch mehr Menschen mit Lernschwierigkeiten in den ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Und da sind wir auch schon beim zweiten Themenblock. Es gibt jetzt ein neues Service, das vor allem die Vermittlung von Menschen mit Behinderungen in die Wirtschaft zu Arbeitgebern unterstützen, beschleunigen soll, das Nebenbetriebsservice. Können Sie das ganz kurz erklären? Was kann das, was wird sich dadurch verbessern? Ich versuche es in aller Kürze. Wir haben in Österreich ein sehr gut abgestimmtes, breit aufgestelltes Unterstützungsnetzwerk zur beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Es gibt das NEBA, Netzwerk Berufliche Assistenz, das sehr niederschwellig vom Jugendcoaching beginnend bis zum Jobcoaching direkt vor Ort am Arbeitsplatz Menschen mit Behinderungen unterstützt. Wir haben auf der anderen Seite sehr gute unternehmenszentrierte Förderungen, Lohnkostenzuschüsse, die einen Anreiz setzen sollen, dass Unternehmen Menschen mit Behinderung beschäftigen. Wir wissen aber auch aus der Praxis, dass viele Unternehmen gewillt wären, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, aber vielleicht ein bisschen Hürden sehen oder vielleicht ein bisschen eine Scheu auch davor haben. Und da wollen wir genau in diese Lücke mit diesem Betriebsservice hineinstoßen. Wir wollen sehr proaktiv gezielt an die Unternehmen herantreten und ein umfassendes Service für Unternehmerinnen und Unternehmer bieten. Das ist ganz neu. Wir sind da sehr aktuell. Genau, also wir wollten hier auch, man hat sehr lange auch die Personen gesucht, die das machen können, die natürlich gewisse wirtschaftliche Vorkenntnisse haben müssen, die auch eine Schulung bekommen haben, die wurden im November, Dezember letzten Jahres abgeschlossen und jetzt mit Beginn dieses Jahres wird das ausgerollt. Es gibt zentrale Anlaufstellen in jedem Bundesland, die Key Account Manager, die auch für Großunternehmen zuständig sind und die Betriebskontakte für kleinere Unternehmen. Man hat das Konzept gemeinsam erarbeitet mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft von Großunternehmen. Was braucht es? Wenn ich auf Unternehmen hinzugehe, wir wollen servicieren, wir wollen Unternehmer dafür wirklich als Anreize setzen, Menschen mit ihnen zu beschäftigen, ihnen die Vorteile aufzeigen und in weiterer Folge auch unterstützen bei der Arbeitskräftesuche, bei Förderungen, bei Unterstützungsstrukturen, die wir haben, die es nur gilt abzuholen und das soll das Betriebsservice auch abnehmen. Also eine Forderung, die wir auch in unseren Zero Project Unternehmensdialogen immer wieder gehört haben, es den Unternehmen auch leichter zu machen. Und der Unternehmer bekommt jetzt einen Ansprechpartner, wenn es um das Thema Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen geht. Frau Magister Steger, wie hört sich das für Sie an? Naja, grundsätzlich kann ich das nur bekräftigen. Es ist schon auch evident, dass es seitens der Unternehmerinnen und Unternehmer oft große Vorbehalte auch gibt gegenüber der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir von einem
sehr exklusiven Leistungsbegriff auch ausgehen. Also wir gehen ja nicht nur von einem bestimmten Leistungsbegriff innerhalb der Gesellschaft aus, sondern auch von einem sehr klar umrissenen Leistungsbegriff im ASVG. Das bedeutet, dass einfach auch ganz viele Menschen mit Behinderungen per se als arbeitsunfähig deklassiert werden. Da steht ganz klar im Widerspruch zur UN-Konvention. Auch das ist ein Arbeitsfeld, dem sich in nächster Zeit sehr stark gewidmet werden muss, weil sonst eben diese vom Magister Miklotz angesprochene Hinwendung zum ersten Arbeitsmarkt bezüglich auch Menschen mit Lernschwierigkeiten sonst nicht erfolgen kann. Natürlich ist es gut, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer eine Anlaufstelle haben und eine Unterstützungsmechanismus auch hier in Anspruch nehmen können. Grundsätzlich gibt es natürlich schon auch eine gewisse Hohlschuld bei den Firmen. Es geht halt schon auch darum, dass das ist auch etwas, was uns immer wieder rückgemeldet wird, wer nicht einen Grad der Behinderung von 50% erreicht, unter Anführungszeichen, ist für den Arbeitsmarkt, für den ersten Arbeitsmarkt einfach nicht interessant. Und auch hier muss man wieder sagen, da ist die Konvention ganz eindeutig, auch diese Einschätzung nach dem medizinischen Modell, also diese Einschätzung in Bezug auf den Grad der Behinderung, widerspricht ganz klar der Definition von Behinderung nach der Konvention. Hier müsste man eine Wechselwirkung mit der Umgebung herstellen und nicht eine defizitorientierte Begutachtung. Warum sind diese 50% so wichtig? Diese 50% sind die Grundlage, dass ich als Mensch mit Behinderung zum Personenkreis der begünstigt behinderten Personen gezählt werden kann. Und das ist, wenn wir uns jetzt ganz ehrlich hier auch austauschen, oft der einzige Motivator für Unternehmungen, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, nämlich, dass sie für die Quote zählen und dass für eine Person keine Ausgleichstaxe gezahlt werden muss. Ja, das war ein sehr, sehr gutes Stichwort, wenn ich Ihnen da in das Wort fallen darf. Wir haben noch 5 Minuten in Summe das Thema Förderungen. Vielleicht zum Betriebsservice noch ein wenig Werbung in eigener Sache. Um 17 Uhr haben wir hier auch eine Session in Channel 2, also in Channel 2, zum Betriebsservice, wo wir auch Unternehmer gefragt haben. Und ja, Frau Steger, Sie haben vollkommen recht, Förderungen sind ein ausschlaggebendes Momentum für Unternehmen. Und ich habe gesehen, im letzten Jahr hat das Sozialministerium 40 Millionen Euro mehr am Budget investiert in Individualförderungen als auch Projektförderungen. Können Sie uns da ganz konkrete Beispiele nennen, Herr Miklotz? Wohin fließt da das Geld und bewirkt es das, was es bewirken soll? In Anbetracht der kurzen Zeit, die wir noch haben, diese 40 Millionen wurden vom Nationalrat für Menschen mit Behinderung für das Jahr 2021 und auch für das Jahr 2022 werden sie zusätzlich zur Verfügung gestellt. Warum ist das wichtig? Wir finanzieren die Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen aus dem Ausgleichstaxfonds, der sich auch von Einnahmen aus der Ausgleichstaxe speist. Und durch diese zusätzlichen Budgetmittel gibt man Sicherheit, dass die Maßnahmen, die wir, wie wir sie haben, auch weiterhin in Zukunft ausreichend finanziert werden und bedarfsgerecht angeboten werden können. Wir können dadurch, durch diese zusätzlichen Mittel im Bereich der Projektförderungen, bei den bestehenden Projektförderungen, Verbesserungen vornehmen und um 20 Millionen mehr ausgeben als im letzten Jahr, bis zu 200 Millionen. Das sind 10% mehr. Die Lohnkostenzuschüsse werden um 13% erhöht auf über 50 Millionen und auch bei den integrativen Betrieben soll rund 8% mehr Geld investiert werden, um auch die Lehre bei integrativen Betrieben für Jugendliche mit Behinderung auszubauen. In Summe geben wir fast 300 Millionen heuer aus, so viel wie noch nie für Menschen mit Behinderung, ein Plus von 11%, und das ist möglich. Wenn wir in die Wirtschaft hineinhören und fragen, hören wir immer wieder, es ist viel zu kompliziert, um zu diesem Geld zu kommen. Gibt es hier Bemühungen, auch die Prozesse zu vereinfachen? Also wir sind auch in laufenden Austausch natürlich mit den Sozialpartnern, mit der Wirtschaftskammer. Das Sozialministerium Service als zentrale Anlaufstelle kann eigentlich sehr gut hier helfen und wirklich unkompliziert abwickeln. Wir haben auch Förderzeiträume verkürzt, um Antragstellungen nicht einmal im Jahr machen zu müssen, sondern alle 2 Jahre. Wir überarbeiten auch gerade die Richtlinien für die Lohnkostenzuschüsse, um es unkompliziert und unbürokratisch zu machen. Und nicht zuletzt, das Nebenbetriebsservice wäre hier natürlich ein wichtiger Hebelpunkt, um es den Unternehmen zu erleichtern. Frau Steger, gibt es seitens des Monitoring-Ausschusses hier Anregungen zur Weiterentwicklung des Förderwesens?
Sie mögen mir das nachsehen. Zur Weiterentwicklung des Förderwesens, glaube ich, muss sich der Ausschuss nicht wirklich äußern. Ich denke mir, für uns ist einfach auch wichtig, dass klar ist, dass es für auch Menschen mit Behinderungen einfach sein muss, zu Leistungen zu kommen. Das ist oft auch eine Frage der Sprache. Gibt es leichte Sprache? Ist die Barrierefreiheit auch in Bezug auf die Informationsgewinnung gegeben? Für Menschen mit Behinderungen von der anderen Seite gedacht, ist es auch nicht ganz einfach, zu Informationen zu kommen, wenn es eben um Ausbildungsbeihilfen geht etc. Ich merke auch, dass es hier ein großes Stadt-Land-Gefälle gibt. Wir wissen, in den Städten ist es einfacher und die Landesstellen der Sozialministerium-Service-Landesstellen sind ja sehr, sehr gute Partner und sehr bemüht, aber dazu muss man ja auch erstmal hinkommen. Und die Barrierefreiheit auch der öffentlichen Verkehrsmittel ist ja auch gerade am Land nicht immer gegeben. Also eher von der anderen Seite betrachtet, hier gibt es natürlich schon noch Optimierungspotenzial, aber nochmal zurückkommend auf die Unternehmerinnen und Unternehmer, ich denke mir, die Möglichkeiten sind da, man muss halt die Angebote auch annehmen und Beratung in Anspruch nehmen. Ja, da möchte ich ja schon zum letzten Punkt unserer Diskussion kommen. Ein ganz wesentliches Element der UN-Konvention ist ja auch die Erarbeitung eines nationalen Aktionsplans, der auf 10 Jahre die Aktivitäten definiert, um die UN-Konvention auch tatsächlich umzusetzen. Wir sind gerade jetzt dabei, wieder einen neuen nationalen Aktionsplan zu bekommen, diesmal mit hoffentlich verstärkter Einbindung auch der Betroffenen, der Menschen mit Behinderungen. Wo stehen wir da? Wann ist die Fertigstellung dieses Plans zu erwarten? Die Fertigstellung soll heuer noch erfolgen. Der Prozess wurde um 1 Jahr verlängert, insbesondere auch auf Anliegen der Vertreterin der Menschen mit Behinderungen. War der Wunsch da, nehmen wir uns 1 Jahr mehr Zeit, um wirklich gemeinsam partizipativ das Ganze zu erarbeiten. Wir haben dem sehr großes Gehör geschenkt. Wir haben 26 Teams eingerichtet, die jeder für sich Partizipation leben und beitragen soll. Ich darf ein Team leiten zur beruflichen Teilhabe. Wir haben 6 Sitzungen mit Vertretern und Vertretern der Menschen mit Behinderung gemacht, wo wir gemeinsam den Text formuliert haben, nicht schriftliche Stellungnahme, sondern gemeinsam am Text gearbeitet haben, haben das nunmehr auch abgestimmt mit den Ländern, mit den Sozialpartnern. Wir wollen noch eine Runde abstimmen, um dann im ersten Quartal heuer fertig zu werden. Gleich rüber bitte. Zu Frau Steger. Fühlen Sie sich entsprechend gut eingebunden? Wir als Monitoring-Ausschuss sind ganz gut eingebunden. Wir sind auch in einem sehr guten Austausch grundsätzlich mit dem Sozialministerium. Wir möchten natürlich nur betonen, dass die Umsetzung der Konvention nicht die alleinige Verantwortung des Sozialministeriums ist. Also das hat ja die Republik auch die Konvention verabschiedet und ratifiziert. Insofern ist es auch die gesamte Aufgabe der Republik, hier die Umsetzung voranzutreiben. Und die 26 Teams arbeiten ja auch in sehr unterschiedlicher Intensität, um es nochmal ganz vorsichtig auszudrücken. Und es gibt halt auch sehr viele Bereiche, wo klar ist, dass es hier auch aufgrund der föderalen Kompetenzverteilung hier ganz, ganz unterschiedliche Motivationslagen gibt. Ein großes Thema ist... Sehr schönes Schlusswort, Frau Steger. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen ins Wort fallen muss. Wir sind in der Zeit jetzt wirklich genau, punktgenau fertig. Ein schöner Schlussappell. Alle sind gefordert, nicht nur einzelne Institutionen. Ich glaube, Frau Steger, herzlichen Dank für diesen abschließenden Appell und auch an Sie herzlichen Dank, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind für den Herrn Bundesminister. Dankeschön. Dank. Und ich übergebe an meinen Kollegen Dr. Michael Fembeck. Thank you. Thank you, Ms. Steger. Thank you, Mr. Miklautz. Thank you, Michael, for running this great session. I think you gave us all a good insight where we are currently in Austria when it comes to the changes and improvements in inclusive employment policies. We're moving now to a keynote speech, the next keynote speech in line. It is my pleasure and honor to announce Mr. Robert Sadrazil, the CEO of Munich Edit Bank Austria. Let me also personally use this opportunity, Mr. Sadrazil, to thank you for the hospitality that we're experiencing here in Bank Austria Kaiserwasser in your studios and the good cooperation that we can experience with your team here.
Bank Austria, UniCredit Bank Austria is definitely a leader when it comes to inclusive employment and accessibility in Austria within the Austrian corporate world. And we are eager to learn more about what you're up to currently, Mr. Zwadozil. So the virtual floor is yours. Yeah, thank you, Mr. Fembeck, and I think you are always welcome. Happy that you feel also comfortable and that everything is fine in our premises. So good morning, ladies and gentlemen. Again, I'm very pleased that the Zero Conference can take place again this year, despite the corona pandemic, and so this time as an online event. But I would say maybe let me start with a thesis, and I think inclusion, and this is not, hopefully not only for us, is not a fair weather program for us, but makes companies, and I'm really deeply convinced about this, more resistant to any crisis, and I think we are currently also experience this. For me, it's obvious, and I think it's was and will be also discussed. The more diverse an organization is, the easier and quicker it can adapt to changes, to changing circumstances as well. And this is important, and we have recognized this also in the last year, especially as well to the changing customer needs. We therefore, as UniCredit Bank Austria, consider the greatest possible diversity within our company to be strategically very important, and also and especially because of the great diversity on the side of our customers. In the following minutes, I would like to share with all of you with several examples how we at our company at UniCredit Bank Austria have benefited from our long-term commitment to diversity and inclusion, especially in this current, as we all know, not that easy situation, and how we have been able also to respond more quickly to such drastic changes in everyday life resulting from this pandemic. The significant improvement of our multi-channel services, which we have been already promoting for many years, has allowed the vast majority of our customers to carry out all essential banking transactions from home or on the road. And if necessary, to take advantage also of our remote advice via video or for those who prefer also the telephone. And this has been continues to be very popular among our customers with high growth rates, especially in those times. And we started offering all our services barrier-free 10 years ago. This has also helped us a lot in offering alternative and innovative solutions on numerous channels for all our clients. And at UniCredit Bank Austria, we were able to implement permanent home office for more than 95% of all our approximately 5,000 employees working at our head office at Austria Campus in Vienna, practically in this crisis overnight. After all, this has already been good practice, I have to say, for many, many years, or at least since we have changed to our new headquarters, it was roughly 3 years ago. And all these factors helped us to react quickly, effectively to this really, and I think we have all experienced this, exceptional situation. The corona crisis, with all the necessary changes in the usual processes in the banking business and in the economy as a whole, I would say, has confirmed this us in a very impressive way. We are right on target with our long-term investment in diversity and inclusion of people, not only, but also, of course, with disabilities. Because suddenly, and we have all experienced this during the short-term lockdowns, we were all restricted in our movements, our customer, as well as our staff.
And in line with the authorities' recommendations, bank branches, as you have all recognized, if possible, should be open, but only should be visited when a personal on-site appointment is required. And suddenly, area-free options were even more important than before. In other words, the offer to our customers, we use all our services from home, including personal also advices via video. And in the view of the current situation, forward-looking developments for people with certain limitations are once again given a very special status. For example, our smart banking in sign language via video for hearing impaired customers, because offers like this can use can of course be used remotely from everywhere in Austria. And the fact that 100% of our 122 branches across Austria in all regions are barrier-free also means our customers have access to our branches 24 hours a day, 7 days a week. This means they can carry out all essential banking transactions around the clock in our self-service zones. And for 15% of our customer, this is a necessity to be able to come to our branch at all. And but for 100% of our customers, of course, it's an additional very welcome comfort, for example, for parents with baby strollers, for elderly people with walking difficulties, etc. I would say, let's also share another example. The contracts and documents in easy language that we offer are also essential for people with learning disabilities, but they also make life much easier for many of our customers whose mother tongue is not German. And of course, the ability to offer such barrier-free products and services does not just drop out of the sky, let me speak in that way. At our company, at UniCredit Bank Austria, we decided, as I mentioned already, before 10 years ago, to make our products, our services accessible for all customers. The basis for this decision was, let's say very frankly, on the one hand, the social responsibility of our company, which has grown over many years, but, and I think this is also important, but above all, our really firm belief that as a leading company, we cannot and do not want to ignore people with disabilities as an attractive customer group. And it is also important as a talent pool for future employees. And we share this commitment with people like Caroline Casey, founder of Valuable 500, Gregor Templin, founder of My Ability and entrepreneurial personalities like Martin Essel. So it is. It was only natural, let me say, or let me phrase in that way, that we have worked with these dedicated partners and their organization since the very beginning. And I'm very proud that UniCredit Bank Austria is a founding member and premium partner of My Ability. As UniCredit Bank Austria was accepted to the patronage for Austria for the Valuable 500, and also important that UniCredit Group, as we know, our successful pan-European bank, is also a member of the Valuable 500. In addition, we have also worked closely with the Zero Project for years in order to make our vision of barrier-free products, services, workplaces a reality. We created our own disability management in our company again 10 years ago. And thus the pioneer work in Austria. Today, our disability management supports the sustainable sensitization of all employees to the needs of people with disabilities. I think this is also very important to continuously work on all these topics. An internal network of around 60 people works to integrate people with disabilities as well as possible as employees into every working life and day working life, and to provide the best possible
support for them as customers. And we are absolutely, I am absolutely sure that our commitment to inclusion and accessibility will not only strengthen our company, but also our society as a whole. We offer around 290 employees with disabilities the best possible working environment, even during the crisis, making us one, unfortunately, I have to say, of only 22% of domestic companies that meet the legal quota for employees with disabilities. I am convinced that people with colleagues, team members with disability have the same potential as people without disabilities. If you create, and we have to create, the right working conditions for these team members. And as a result, we have above all many highly motivated and loyal employees. And during the lockdown, we were all restricted in our freedom of movement, and barrier-free options and digital channels are therefore suddenly becoming, as I mentioned already before, even more important for all our customers. So ladies and gentlemen, again, I'm very proud that we as UniCredit Bank Austria has been a partner of Martin Essel and the Zero Project from the very beginning. And together, we will continue to work to make our society more inclusive and barrier-free. Thanks a lot. Thank you, Mr. Zadrzyl, for your commitment and also for a great and open speech. I would have some questions for you, and thank you also for giving us time to ask them. My first would be about the Austrian boardrooms. You're familiar with many other companies. You're meeting a lot of other CEOs of Austrian companies. You know what's going on in other companies when it comes to inclusion and accessibility. What would you say? Is there something going on? Are things starting to change? Are others following the lead of Bank Austria and the other few larger companies that are showing leadership here, or is it tough? Thank you for this question. I think there has already been some movement in the right direction. I remember, of course, we were the pioneer there, and maybe at that time it was not common practice, but I have the impression that now more and more CEOs, with all the actions which took place, as I mentioned before, the different partners, again, I have the impression that more and more CEOs see inclusion as an important topic for them and for the company for the future. But as we have also recognized as Bank Austria, it's a long way. But every step in the right direction is important. I have mentioned we are unfortunately only among the only 22% of Austrian companies that meet the legal quota for employees with disabilities. So there's still a lot to do, but I think also it's not because of the legal quota. I think it's more for me important to understand that a professional disability management, which again we started 10 years ago, is utmost important, and for us it has really been the game changer, because even if you don't have to convince that much people, you need these changes does not happen by itself, and you need to continuously work. And we have now really a high standard, but we can always improve. There is also, and we have to keep this strong focus to keep this level, because you have to consider this when whatever you do, whatever you change in the bank, also this perspective has to be part of your consideration. And I have to say, this is not always that easy. Okay, thank you, Mr. Zadrzyl. From a personal note from my side, we just heard in the conversation before that the only driver for change is this fine that companies have to pay, and this is the only thing that the only leverage that we have. I think you're the best example. That's not only true, that there are people that also see the perspective and the value and the impact of making your company more inclusive. But let me ask another question. We're both from Austria. We're both part of the Austrian culture, we're both part
of an Austrian society with its values. You're an experienced manager. You know not only the Austrian one, you know the Italian one, being part of an international banking group, you know Eastern European cultures and many more. Would you say, just looking at the Austrian specifics and the Austrian culture and the Austrian society, is it a culture that basically supports inclusion of people with disability, or are there elements that are also hindering and are barriers towards a more inclusive society when it comes to disabilities? Thanks. I think let me maybe start with a quick remark to your comment before. And I think here, this is a comment from my side, which is valid to many topics. Of course, if you at the end are not successful with the changes you have in mind, this is probably the last action you should do when we talk about fines, we talk about quotas and all the things. But for me, it's more important, as I mentioned before, that people understand, first of all, the huge potential of this potential employee group you miss if you are not prepared. And I think we actually have people and team members in all levels of hierarchy in all areas. And secondly, and I think also we had to learn this, that the huge customer base you miss, and I think the average age in our society is even increasing. So I think this is what we have to work on. Coming to your question, I think I consider it extremely important to put disability on the agenda and talk about it. This is true in Austria, but this is true all over the world. And also, you are right, of course, I have a good overview about different countries, and I can also confirm that here, as Unicredit Bank Austria, we are also a kind of benchmark within our group, I have to say, but also compared to other countries. So therefore, we have to address the problems, the challenges directly in order to achieve the changes in awareness, because the key to change, from my perspective, again, it's not fines. It is certainly the knowledge about the matter. There are many people in different areas with good will for actions in our country. And to overcome, the most important thing is to overcome the resistance against this change. And this shows also the enormous importance, and again, this is much more important than any fine, of personalities like Carolyn Casey, Gregor Demblin, or Martin Esler, who worked hard to position the topic of disability publicly. And I'm especially in favor of approach that inclusion of people with disabilities, again, is not a pure altruistic matter, but it's really a necessity to exploit the full potential, as I mentioned before, of talents, of the skills of people, of the same time to cope, of course, with the challenges of an aging society like ours. And this is not only valid for Austria. Following up on your remarks about the real drivers of change towards an inclusive, disability inclusive society. Yeah, we had a similar discussion yesterday with Professor Stein and Professor Lazar, and it was a similar argument and a similar question. Professor Stein used the terms, you have some super achievers and then you have the middle class, and how you make the middle class change based on the examples of the super achievers, and this is the gap that has to be closed. So it would be great to continue this conversation. I think this is one of the most important questions where we need answers, how we can drive this change from the leaders, from those that create efficient systems, to those that should follow these examples. But Mr. Zalzila, one more, maybe a more personal question. People who are committed to the cause still need some evidence, they need some examples, they need some personal positive experiences about what kind of change you're creating within your company when you're going towards disability inclusion and accessibility. Are there anything that comes to your mind, some anecdotes about successes that you also like to share and like to tell? I think there are, fortunately, after so many anecdotes, because, for example, also, and this is a unique experience for all of us, and we have done it more than once, is also
really experience in terms of how disabled people feel and what kind of barriers you, as let me say, you don't even think about it. But I think what is really, let me share probably two interesting examples of employees in our bank. I remember one employee who is now very successful with us in management function, has a Crohn's disease. He told us that he had struggled for a long time also to mention his illness in the job interview because it was the reason for losing his previous job. And this colleague, this team member, was extremely relieved that his illness and the necessary treatment were not an issue at all when we hired him. And I think this is really, for me, an important sign that people feel comfortable and get the full support from us, that they can really exploit their full potential. And an employee with also an orthopedic disability, which makes it necessary for her to take frequent breaks during working hours so that her muscles can relax. She emphasizes how important it was for her that our focus is only, and I think this is also quite normal, so for in the cooperation, in the work with any team member, that we focus only on her achievements and not how, when, and in what way she is doing her job. And we are very happy that these examples, these employees belong to our team, that they feel fully supported, encouraged by us to release their full potential. And this is the only way I think we can ensure that they can do their work just well as all other colleagues in our organization. Thank you, Mr. Zadertil. One more question about sharing, connecting. I think we all agree that nobody can drive change really just on your own or on his own or her own. We need corporations and we need to learn from each other and inspire each other. And you mentioned already two of your partners, the Valuable 500 and the Mobility Network. How would you put this, what are you getting out of being members of those networks? What are you learning personally? What is the organization learning from those peers in these groups? So I think here, and I know we have restricted time because I couldn't underline enough how important it is. And I would say I would like to mention both. I think joining the Valuable 500 was another important step for us in Bank Austria. And also UniCredit, not only to show our strong commitment to diversity inclusion, but also it has strengthened our commitment building on our ongoing efforts, internally engaged initiatives on disability management. But I think beside the commitment, it's also clear, and for example, with Gregor Templin, of Mobility, he challenged us on the one hand a lot, but also encouraged us, I have to say, because it's not only to work with him together to improve step by step over the last years our status, but I think what also was important to exchange the developments, the different views, and again, as I mentioned before, from a more starting point of social responsibility to understand that we should be not ashamed to clearly say that we want to also make business out of it. That means this is a considerable target customer group in Austria, which also needs banking. And honestly, we have, and for those who have not seen it, have a look. We have made already some years ago, a small, I think it's still on YouTube, a small video with two of our, let me say, partners. So with Dominic Thiem and Mr. Langmann, so you know, the disabled tennis player at that time under the top 20. So honestly, before probably we were not
brave or comfortable enough to do such a advertising. And so the discussion with Gregor Templin is in various dimensions important, and content-wise, in terms of further improvements, with Valuable 500, we see the international perspective. So from my perspective, again, it is utmost important to continue our improvement and also, of course, to strengthen our commitment. Thank you, Mr. Zadrozil. Thank you for your time. Thank you for your speech and also for this engaged discussion. We can really feel, see, and hear your commitment to the cause, and that's so important for all of us. Thank you, and we are hoping and are very confident that we are going to have a continued and good cooperation in the future. So I have to close this session. Thanks again. Thank you. Thanks a lot. All the best for the rest of the day. Thank you. Thank you. Wir sind die Zukunft. Wir sind stark, mutig, voller Herz, autark, geben Österreich Gesicht. Und tun das, was wichtig ist. Suchen stets den Dialog. Digital und analog, Angst macht nur, was man nicht kennt. Wird vertraut, wenn man es benennt, wenn man miteinander spricht. Tut man das, was wichtig ist. Komm zum Essen, stell dich vor. Was uns verbindet, ist Humor. Lachend wird aus Dunkellicht. Drum tun wir das, was wichtig ist. Lieben darf man, wen man mag. Durch Farben wäre es erst ein Tag, ob Mann, ob Frau oder fluid. Man ist, was man in sich sieht, wenn jeder seine Wahrheit spricht. Tut er das, was wichtig ist. Regnet es, dann lernt man schwimmen. Berge kann man auch erklimmen, Ideen weiten unsere Sicht. Drum tun wir das, was wichtig ist. Und bist du mit der Kraft am Ende, tragen dich Millionen Hände, wir sind nicht gleich. Aber gleichwertig, jeder von uns, unentbehrlich, wenn man für andere Lanze bricht. Tut man das, was wichtig ist. Und noch ist es nicht zu spät. Gib der Welt Identität. Wir sind und bleiben Optimist. Und tun das, was wichtig ist. Der Boden bebt, wenn jeder stampft, zu seinem eigenen Rhythmus tanzt. Und weil es einfach richtig ist, tun wir das, was wichtig ist.